Hallo zusammen, hier ist wieder Simon Lohmeyer. Heute sitze ich mit einem großen Idol von mir in der Badewanne. Eine richtige 68er-Ikone, Rainer Langhans. Vielen Dank, dass du es heute geschafft hast. Du hast in den 60ern, 70er Jahren irgendwie eine wilde Zeit gehabt. Vermisst du das? Würdest du dich da gern zurückwünschen? Oder? Nee, weil ich das alles, was wir damals erlebt haben und so weiter, weiterentwickeln konnte, statt es aufgeben zu müssen, wie den meisten meiner Leute das wohl passiert ist. Insofern bin ich froh natürlich, dass ich heute so viel weiter bin, über das hinaus, was wir damals erstmal so kurz und intensiv angefangen hatten. Kommune zum Beispiel. Ich laufe gern nackig rum und ich habe so viel Liebe zu verschenken und ich glaube, das ist auch so meine Art und Weise, irgendwie dieses Hippietum irgendwie zu leben, auch wenn es ein bisschen moderner ist. Ja. Aber trotzdem zum Beispiel habe ich habe eine Freundin und ich liebe meine Freundin. Ist es spießig, dass ich mich da nur an einer Person festhalte? Wir fanden das schon, weil wenn du wirklich liebst, wenn du weißt, was Liebe ist, wenn du Liebe erfahren hast, dann wird die niemals nur auf eine Person ausgedehnt sein. Also schon meiner Erfahrung nach jedenfalls, wenn du tollen Sex hattest, dann gehst du raus und sagst, ich liebe alle, alles und jeden. Ja, ja. Darf ich dich da fragen? Zum Beispiel, du hörst das wahrscheinlich oft, aber Uschi Obermeier, sie war die begehrteste Frau der Welt und Mick Jagger wollte sie, hatte sie vielleicht auch, aber theoretisch wollte sie eigentlich nur dich haben. Wie hat sich das angefühlt? Das stimmt nicht. Uschi wollte schon erweitert kommunizieren, aber, und das ist natürlich so ein Widerspruch in ihrer Erfahrung auch gewesen, einerseits suchte sie einen. Und sie war immer eifersüchtig, wenn dieser eine und so weiter. Und stolz darauf bis heute, dass sie eifersüchtig ist. Und zugleich hat sie aber diese Kommune-Erfahrung gemacht, in der sie auf Leute stieß, die überhaupt nicht das hatten, sondern eine erweiterte Liebesform erlebt hatten und ihr ein bisschen zu zeigen versuchten. Und da schrie sie erstmal auf, was, keine Intimsphäre, also keine Privatsphäre, kann man ja gar nicht Sex und so weiter. Und aber hatte du sie, bist hatte mit jemand anderem, nicht? Und dann hat sie aber gesehen, dass ich vor ihren Augen und so weiter. Und dann sagt sie, unmöglich. Und hat sich dann gerecht, indem sie mit jemand anderem und so weiter. Also auf Deutsch, sie blieb da in einer gewissen Weise beschränkt noch auf dieses alte Muster, auf dieses Körpermuster eben. Nicht? Sie war ja ein sehr sinnlicher Mensch. Und hat aber ein bisschen was bei uns gesehen. Und das hat sie eine Weile auch verstanden. Und dann, und bis heute wieder, ist sie dann wieder ein bisschen zurückgerutscht, wie natürlich alle eigentlich, in diese alte Form von Sex vor allem und dann Besitzdenken und dieser ganze Kram. Hattest du jemals das Gefühl, eifersüchtig zu sein, was Frauen anging? Am Anfang hatte ich das deswegen nicht, weil meine erste Freundin mich einfach klar auf Fall verließ und dafür war sie weg. Und ich dachte, ich überlebe das nicht. Klar, aber dann... Wie alt warst du da? Entschuldigung. 26, ja. Und dann... kam diese Erfahrung mit Uschi und da haben wir das schon natürlich nicht mehr so gemacht. Aber es gab natürlich immer wieder das Ding, wenn dann Uschi dann, die ja da in der Richtung eben ausschließlich ist, die ist nicht erweitert, sondern eben eng in der Richtung, wenn die dann weggeht zu jemand anderem, kommt sie dann wieder und so, nicht? Und da haben wir dann, ich habe sie dann zu Mick Jagger gefahren natürlich, nicht zum Beispiel, oder so, nicht, wenn sie mit ihm... Oder ich war auch einverstanden mit Jimi Hendrix oder was weiß ich. Und mit denen sie dann ins Bett gegangen ist. Und natürlich denkst du dann, nachher kommt sie nicht wieder und so. Aber sie kam immer wieder. So war das tatsächlich. Das irgendwo bringt mich das irgendwie im Kopf auf so ein Thema, was natürlich auch Drogen angeht. Ich habe meine Erfahrung gemacht, ich weiß, du hast es auch gemacht. Ist es so, dass du sagst, keine Macht der Drogen oder man darf irgendwie seine Erfahrung machen? Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass Drogen eine schon sehr wichtige und richtige Erfahrung sind. Nur sollte man natürlich gucken, was es für welche sind und man sollte gucken, dass man das gut macht. Sonst kann es einem da auch ganz schön dreckig gehen. Und der zweite Punkt ist der, ich bin deswegen heute nicht mehr für Drogen, also genauer gesagt, ich nehme sie nicht mehr, weil ich einfach bessere Dinge gefunden habe. Rainer, ich meine, wir haben jetzt ein echt wunderschönes Gespräch gehabt und ich will, eine Sache ist mir noch wichtig. Gibt es eine Message, die du mir und meiner Generation mitgeben kannst und willst? Was können wir besser machen? Ich würde erst mal sagen, ihr seid schon fantastisch, weil ihr, also die Jüngeren jetzt vor allem, nicht die, also manchmal sage ich sogar unter 25-Jährigen, weil die noch mehr im Netz sind,
ihr macht das mit dem Netz schon prima, lasst euch bloß nicht davon irgendwie abschrecken, nicht? Was ja die Erwachsenen gerade tun, nicht? Indem sie euch da bedrohen. Selbst die Nerds haben jetzt Angst vor Überwachung und all so ein Scheiß. Nicht? Macht das weiter. Nicht? Wir haben das damals genannt, das Private ist politisch. Also diese Art von Selbsterkenntnis über das Netz, mit Hilfe des Netzes, mit Hilfe der vielen, die da drin sind, eben weiter zu betreiben, diese starke Kommunikation immer stärker zu machen und damit auch irgendwann zu sagen, ja, ihr dürft mein privatestes Wissen, weil das ist schön, oder zumindest können wir es gemeinsam verschönern, und fürchtet euch nicht davor, dass die Bösen dieses Private alles erfahren. Vielen lieben Dank. Ich zurück nochmal nach meiner Kamera. Du musst eine, ich hab die Leute sich die ganze Zeit an da. Hallo zusammen, jetzt sind wir hier immer noch in der Wanne, Rainer und ich, weil wir hatten ein richtig schönes Gespräch. Selfie, dass man das hier noch schön irgendwie unterbringen kann. Ich muss dir vielen Dank sagen, ich tauche jetzt auch wieder ab mit dir. Let's go, und ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Bye bye.